Moin moin, liebe There You Go TV Zuschauer. Ich bin heute beim Casting und zwar DSDS Casting ist heute. Deutschland sucht die Superschwuppe. Das Ganze findet statt im Pulverfass hier in Hamburg. Hinter mir werden sich gleich 15 Kandidaten versuchen, die wollen Travestie-Künstler werden. Ich werde auch am Casting teilnehmen. Mein großes Ziel ist es natürlich heute, den Wettbewerb für mich zu entscheiden. Das ist natürlich ganz klar. Wir wollen uns gleich mal die Kollegen schnappen, die am Casting teilnehmen. Wollen jetzt erst aber mal auf die Profis schauen, die es schon geschafft haben hier im Pulverfass. Leave your troubles outside. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe rest stay. Ja, jetzt haben wir eine junge Dame oder einen jungen Herrn aus Berlin. Stell dich mal kurz vor. Ich bin eine junge Dame, mein Name ist Mitzi, Mitzi von Sternberg. Ich komme aus Berlin und wir machen heute Abend Show. Ey, ich mache ja auch mit. Ich will auch beim Casting mitmachen, ich habe auch ein Kostüm, das werde ich auch gleich anziehen. Jetzt kann ich nichts Besonderes, was sollte man denn singen oder sollte man irgendwie... Also wenn man nichts Besonderes kann, sollte man das Singen auf jeden Fall lassen. Also mein Künstlername ist Banana Joe auf jeden Fall. Oh la la, lang und dick, so habe ich es gern. Mein Mann, der hat mich die Treppe runtergeschubbt und das ist dann rausgekommen dabei. Also das gehört alle zur Show. Gehört alles mit dazu, wenn ich knorke. Sag mal nochmal deinen Namen bitte. Ich bin die Foxy von The Juices. Was wirst du denn gleich performen? Michael Lieb ist das übrigens. Also ich werde auf jeden Fall live singen, verschiedene Titel. Was genau möchte ich noch nicht verraten, das ist ein kleines Geheimnis noch, aber es ist auf jeden Fall spannend und abwechslungsreich. Ja, aber eine kleine Kostprobe musst du uns jetzt geben, also irgendwas singen, du brauchst ja nicht das singen, was du gleich auf der Bühne performen wirst. Irgendwas. Ich finde es echt hammermäßig, er kann echt geil singen, er ist echt ein cooler Typ so. Ich denke mal, also bist du auf jeden Fall im Recall. Wir sind jetzt Backstage im Umkleideraum, bei mir ist die Polly. Ich will auch mitmachen, Kostüm, habe ich ein bisschen was dabei, noch irgendwelche Tipps, was ich auf jeden Fall brauche? Augenbrauen zupfen, rasieren und gute blickdichte Strumpfhosen. Yo, come on, move it! Fertig. So, wie lange hast du denn für dein Kostüm gebraucht? Ich habe ziemlich lange gebraucht, so 3-4 Stunden fast, ja. Und mein Kostüm so? Das finde ich sehr sexy, vor allem die Hose finde ich sehr geil. So, jetzt natürlich noch schön Lippenstift, ne? Ah, ist das super. Ja, hallo Hamburg. Ich wollte erzählen, ich war auch beim Supertalent-Casting und habe der Jury einen Witz vorgetragen, den ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ging der folgendermaßen. Treffen sich zwei Rosinen. Die eine hat eine Lampe auf dem Kopf. Da fragt die eine die andere, warum hast denn du eine Lampe auf dem Kopf? Da sagt die andere, ja, ich muss gleich noch in Stollen. Und am Ende sagte dann noch Bruce Darnell zu mir, ich finde dein Kostüm wirklich, wirklich sexy. Es ist richtig, richtig toll von dir. Und wenn du jetzt noch eine Catwalk hinlegen könntest, dann wäre es wirklich super. Schritt, 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 Schritt.
Drehung. Schritt, 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 Schritt. The Handtasche muss leben. Ja, glatt gewonnen, würde ich sagen, ne? Also der Preis geht an mich. Vertrag habe ich schon unterschrieben hier im Pulverfass. Läuft, ne? Mir gar nicht schlecht gemacht, so als Schwuppe. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin da lebend wieder rausgekommen. Perücke habe ich abgezogen, Mund ist noch ein bisschen geschminkt und ja. Gewonnen habe ich leider nicht den Contest, aber der Mozart hat da schon gewonnen, der hat echt gut gesungen. Ja, und ich fahre jetzt auf jeden Fall noch zur After-Show-Party. Macht's gut, tschüss. There you go.